Hallo und willkommen zurück zu XCOM Chimera Squad. So, wir haben einiges vor. Und zwar, wir müssen hier den Feldversuch verhindern. Minus 2 Unruhe. Das da ist schlecht. Das ist Hochgang. Können wir aber jetzt nichts machen. So, jetzt müssen wir uns erstmal. Patchwork bleibt nur zu Hause und die Terminal kommt mit. Ihn will ich dabei haben, dann ist sowieso Torque auch. Dann, warum kann ich Patchwork, kannst du hin? Kannst du leider nicht. Gottwasser? Nö. Und Cherub auch nicht. Aber mit dem Dot-Team will ich halt. Führt jetzt Gehweg dran vorbei. Und dann würde ich sagen, können wir zumindest noch einen Spezialeinsatz machen. Patchwork eventuell. So, Star-Initiative. Ne, brauchen wir nicht. Krisenmanagement könnte man eventuell nochmal machen. Wir haben momentan einen Haufen Infos. Gott sei Dank. Humanitäre Hilfe. Das ist auch gut. Das könnte man nochmal machen. Reduziert die Unruhe in allen Distrikten um 1. Das wäre nicht schlecht. Ein kostenloses Feldteam ist halt auch richtig gut. Delirium brauchen wir momentan eher nicht. Credits momentan auch nicht. Infos könnte man brauchen. Ich glaube, ich mache nur das hier. Ist die Patchwork 5 Tage weg, aber. Machen wir einfach mal. Gut. Ausbildung können wir leider nichts machen, weil das Dot-Team brauche ich. Und dann, ja. So. Gegenstände freigeben. So. Sichere Konstante. Ja, ist auf jeden Fall. Mittel der Wahl, das Schaft für Stu. Das doch schon irgendwie auch kriegen. Umgebung, die Statuseffekt oder Trefferpunkt? Moment, extra Schutz. Vorstoßgegenstände, nehmen wir Rauchbombe mit. Der Medikit hätte ich gerne. Betäubungsgeschosse kannst du mitnehmen. Aber das ist, denke ich, in Ordnung. So, das passt eigentlich alles. Drei Stück. Abseilpunkt, Wand, Tür. Wir haben hier was zum Sprengen. Also kann eigentlich nur schief gehen. Sektoiden, die in der Nähe arbeiten, haben starke Psi-Aktivität in diesem Chemiewerk gemeldet. Die Polizei hat bei ihren Nachforschungen gesehen, wie Handlanger der Nachkommen Ausrüstung dorthin gebracht haben. Ich rieche irgendwas. Stellen die ihr Parfüm her? Oder Bonawachs? Eins von beidem. Ich glaube nicht, Torg. Okay, 50 ausweichen, ausweichen, kritische Treffer, Mobilität. Mobilität ist auf jeden Fall für sie. Und du gehst als erstes drin. Kritische Treffer. Würde ich auf jeden Fall gerne die Blue Blood machen. Du kannst eventuell als Zwitterin gehen. 50 ausweichen ist für dich gut. Für dich auch. So. Bewegung, Leute! Los geht's! Meister. Hier hin. Es ist noch nicht vorbei. Nee, ist es noch nicht. So, warte mal. Kodex, Kodex, Kodex. Vier bis fünf. Vier bis fünf.
Oh, meine Zeit verschwende, das Land auch. Codex. Ja, soweit so gut. Toxischer Kuss auf jeden Fall. Akolyt. Codex ist schon mal Geschichte. Jupp. Nahkampfhaltung kann schon mal etwas machen. What? What? Unterwürfigkeit. Wer kommt denn als nächstes? Oh, da muss ich mal kurz peilen. Akolyt, denn da komme ich. Doch, da komme ich sogar hin. Dann kommt der Sklave. Ah, okay. Wenn der Anwender Schaden erleidet, wird das Ziel stattdessen geopfert. Aber ich würde sagen, ich versuche mal deine Dose kille. Ja, der kommt als nächstes dran. Hey, was? Oh, ach so. Nahkampfhaltung schon. Oh, wunderbar. Das ist schon mal viel wert. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, hier mal ein bisschen die Liebe verteilen. Aber das bringt da nichts, Junge. Die Blechdose so. Macht das schon. Du mal ihnen noch heile. Solange er mithält? Ja, ja, der hält mit. Keine Gefahr. Also der Dose dann auch nur noch ein Opfer. Quasi. Sehr schön, das ging gut. So, okay, vor Ihnen liegt ein offener Hof. Rechnen Sie mit starkem Widerstand. Wand. Oh, das ist gut. Reflexverstärker. Das ist natürlich auch gut. Ich gehe mal, glaube ich, hier hin. Mehr Ausweichen und mehr Verteidigung. Das ist doch ideal. Aber hier könnte man Schade abhalten. Ja, das ist, glaube ich, besser, oder? Ja, genau, das ist besser. Da verhindere mal Schade. Jag sie hoch! Oh, ich sehe einen Arkon. Hier ist erstmal ein Codex. Kommt direkt um Mauer.
Okay, auch gut. Ja, gut gestreift. Das ist in Ordnung. Ugh, noch eins. Verdammte Axt. So, okay. Stoppe den Geiselnehmer. Der Hexenmeister wahrscheinlich, oder? Zack. Geiselnehmer gestoppt. So. Ich schaffe es dorthin. Was? Ich habe gegen Techno-Aktion. Ach nee, stopp, das war gar nicht Dings. Ah, okay, das stimmt. Das Lightning Hands war auf Cooldown. Ja, ist nicht so wild, denke ich. Gibt das, wenn es fertig ist? Ach, das ist das, was er da gemacht hat, oder? Da war der Mokodex. Vernichtend. So, den brauchen wir, denke ich, nicht. Torg. Dann kommt der Sklave. Überhaupt einen Zungeangriff hole. Nur die. Der Arkon hier. Muss ich wohl probieren. Ja. Ah ja, sehr schön, sehr schön. Ausbrennen verhindert. Ja, Respekt, Respekt, das war gut. Schutz, genau, das ist gut. Und dann naja, hat zumindest schon mal angefangen. So. Oh. Wie ärgerlich. Was? Weg mit dir. Stellt er sich einfach neben mich, ist doch unerhört. So, warte mal. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Das ist ein bisschen Overkill, oder? Das bisschen Overkill mit dem Cooldown, da fange ich mal lieber ein bisschen Schade in. Okay, passt auch so, super. Passt auch so. Zersplitternd. Desorientiert ist okay. Kannst du eventuell... Sturmare, super. Auf den Boden mit dir. So, okay. Okay, okay, okay. Soweit, so gut. Begeben Sie sich zum Industriechemikalienlager. Dort sollte die Ausrüstung der Nachkommen sein. Passt auf,
Säurebehälter sind keine gute Deckung. Wir versuchen es zu beherzigen. Explosiver Zugang, gute Sicht. Das ist natürlich auch gut. Verwundung wahrscheinlich. Ich könnte aber doch hier... Na, habe ich zu wenig Ladung. Dann müssen wir wohl hier hingehen. Los, los, los! Immer so ein bisschen heilen. So, bin ich mal gespannt. Was haben wir dann für Spezial Rohling, Arkon, Akolyt, Sklave, Hexenmeister. Arkon, würde ich sagen. Sklave könnte man eventuell versuchen. Der Rohling wäre auch richtig gut. Ja, brennt, ist schon mal gut. Toxisch war groß. Bete für dich. Wir probieren mal deine Sklave zu killen. Na, zumindest haben wir nur gut angekratzt. Jo, der hat gesessen, das war gut. Sie scheinen hochzufahren. Schalten Sie Ihre Ausrüstung aus. Zerstöre das Gerät. Das da. Okay, dann müssen wir es eher schon mal. Wer kommt denn als nächstes? Der Sklave. Ich könnte eine Sklave kann ich killen. Der Akolyto kann ich nichts dagegen machen. Oh doch, guck mal, ich könnte das hier machen. So schnell ich kann. Ihr hättet wieder zurückbleiben sollen. Ah, Mist. Aber er ist desorientiert. Was mich aber irritiert, das heißt doch, kehre in die Ausgangslage zurück. Das ist ein bisschen komisch. So, sehr schön, müssen wir mal hier was machen. So, was ist mit dir? Moment, du brennst, du bist tot. Das ist schon mal gut. So, wie können wir die Phasenlanze nutzen? Wie können wir die nutzen? Eigentlich gar nicht. Das ist gar nicht so verkehrt, das Tor. Das knallt! Ja, okay, gut. Zumindest schon mal ein bisschen schade gemacht. Das ist gut. Und dann können wir uns Armor nehmen. Sehr schön. Torque, was kannst du machen? Du, das wäre natürlich gut, aber kann ich denn den Hexenmeister auch holen? Natürlich nicht. Kann ich eventuell eine Giftspucke? Das wäre hier wohl das Beste, oder? Das könnte ein wenig brennen. Cool, ich kann noch was machen. Na dann. Mach die Äuglein zu. Okay, gut, so viel kann der Hexenmeister hoffentlich nicht machen. Ich hoffe es doch mal. Aha, er kann sich teleportieren. Was? Tyrann? Was? What the fuck?
Remnen auf dem Weg. So, Blutlaut muss man ein bisschen Teamwork. Helfen. So schwer ist das gar nicht. Ach guck mal, sie kann dort drauf schießen. Dann machen wir das doch mal, oder? Verstärkungen bevorstehen. Jetzt müssen wir da wohl ein bisschen was tun. Nein, das da ist mir das momentan egal. Warte mal. Blutblatt könnte eine. Ja, wir machen sie erst das hier. Zermalme Gliedmaßen. Weg hier, sie sind sicher, los! Was? Wieso kann ich nicht auf das Ding schießen? Ach, das habe ich schon zerstört. Sehr schön. Was kann man hier machen? Na gut, dann holen wir halt dich. Umschlinge das Ziel. Wie kommen jetzt Käferstärkungen mir, wenn wir das so gekillt haben? Auch gut, oder? So, teleportieren. So, was kannst du noch? Schieße. Vorbeischieße, das ist schon mal gut. Das wird schon wieder. Ist nur ein Kratzer. Zack. Und das war's schon. Okay. Gut. Ach, 20 Infos haben wir wieder sicher. Sehr schön. Das ging jetzt wieder relativ gut. So, minus 2 Unruhe, 45 Credits, Geiseln befreit, noch mehr Credits, 20 Infos. Das ist schlecht, das ist gut. Gut gemacht. Das psionische Entwicklungsprogramm der Nachkommen wurde beendet. Ach, wieso ist die... Ach nee, mir... Ein anderes Ding ist bestimmt Max-Gang. Jetzt... So, ausstehende Beförderung. Hätten Sie mal eine Minute? Sogar mehrere. Was gibt's? Ich komme nicht so gut klar. Im Einsatz? Sie übertreffen meine Erwartungen, die wirklich nicht niedrig sind. Nein, ich meine... Ach, ich weiß auch nicht. Also nicht im Einsatz. Mit den anderen? Ja, ich bin nicht... Talk. Sie schaffen das. Ich glaube an Sie. Aber warum? Weil Sie mich daran erinnern, wie ich früher war. Sie hatten Fangzähne? Es fiel mir schwer, eine Beziehung zu Leuten aufzubauen, die von der nächsten Mission vielleicht nicht zurückkehren. Also habe ich sie weggestoßen. Was hat sich geändert? Jemand hat an mich geglaubt. Und sich die Zeit genommen, mir zuzuhören. Ja. Ja. Ich muss jetzt los. Rufen Sie mich heute Abend an, ja? Ich kann gleichzeitig reden und Papierkram erledigen. Das wäre nett. Danke, Jane. Immer gerne. Werden Sie demnächst im Pulli hier rumlaufen? Verkneifen Sie sich das. Okay, okay, okay. Anarchie, das ist gut. Plündermarkt, gucken wir mal kurz hin. Oh, das ist auch nice. MK2. Eine Splittergranate. Ach, noch ein Stock müssen wir mal überlegen. Wir tun sie erstmal Beförderer, das ist cool. Okay, zweiter Wind. Zu allen Verbündeten um 4 Trefferpunkte herzustellen. Das ist cool. Das ist cool. Sehr viel. Was haben wir dann? Senior Agent. Bewegliches Ziel. Momentum wird auch durch Überwältigen und Mengenkontrolle ausgelöst. Und Zephyr löst weder Feuerschutz noch Reflexschüsse aus. Das ist natürlich cool. Nahkampfangriffe ignorieren Rüstung.
Das wäre noch besser. Moment, was haben wir dann hier alles? Okay, das Momentum ist, wenn ich dann noch eine Aktion machen darf. Wir machen doch das hier. So, Eichelfeuerschutz haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Okay, was müssen wir sonst noch machen? Die Nachkommen sind auf dem höchsten Gebäude der Altstadt. Von dort aus überblicken sie die ganze Stadt. Sie bauen dort oben ein seltsames Gerät. Vermutlich gehen sie in die Endphase. Okay, hier ist Notfall. Das ist schon mal in Ordnung. Hier könnte man eventuell was senken. Ach, das da geht schon wieder hoch. Das ist aber doof. Wir haben hier Infos. So können wir was machen. Ich könnte irgendwo noch auf Rang 2 gehen. Ich könnte aber auch auf Rang 3. Dann hätte man das hier. Soll man rüber Seite auf Rang 3 gehen? Was kostet denn das eigentlich? Gucken wir mal. 120. Minus 2 jeden Freitag. Machen wir. So, sollen wir das Domo machen? Senkt die Anarchie in der Stadt. Das macht nur einen Zweck. Ist momentan nicht so wild, würde ich sagen. Okay, hier müssen wir halt das doch machen. Wir kriegen zumindest Infos. Das geht hoch. Wir können hier Wachsamkeit machen. Aber das da geht bestimmt um 3 hoch. Also könnte ich das höchstens hochgehen lassen und dann direkt senken. Das wäre wohl die bessere Idee. So, auf jeden Fall Einsatz. Jetzt können wir mal gucken. Jetzt könnten wir jemanden in die Ausbildung schicken. Wer kannten alles? Wächter. Ja, ist auch nicht schlecht. Tag Team wäre natürlich cool. Okay, Zephyr muss nichts machen, kann nichts machen. Och, kritische Trefferchance um 3. Ich würde sagen, wir müssten mal ohne den Blue Blood auskommen. Weil der müssten wir ins Training. Also, wenn nehmen wir dann mit. Mit Cherub könnten wir mit, hätte ich doch nichts zu gehen, oder? So, das ist, denke ich, okay. Genau, und dann können wir als nächstes mal dann einen Notfallinsatz starten. Das ist, denke ich, eine gute Idee. Das da geht dann zwar hoch, aber dann können wir es direkt nochmal senken mit Wachsamkeit dann. Das ist wohl eine gute Idee. Sollen wir das da machen? Das dauert noch ein bisschen, bis wir alles auf 2 haben. Und bis wir das alles auf 2 haben, können wir es wieder auswählen. Machen wir das noch. Wenn wir es haben, können wir es auch ausnutzen, würde ich sagen. Gut, dann hier kleiner Cut. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin dann. Bye bye.